Oh, Spike Factory wird als nächstes ausgebaut und dann schauen wir mal weiter, Leute. Und Kohle brauchen wir noch. Dicke Dinge haben wir. No problemo. Läuft. So, dann upgraden wir hier ein bisschen. Mehr Attack Speed und so weiter. So. Hier gehen wir einen Zauberer hin. Mitten zurückhauen. Also die linke Seite. Lassen wir mal ein paar andere Tower haben. Das mit dem Feuer kann ich leider nicht machen bei ihm, weil das macht solche Lags, das bringt es einfach nicht. Ne? So, Wave 8 haben wir. Einen zum Aktivieren bräuchte ich noch. Gehen wir hier hin. Oh, jetzt sitzt er. Wave 9 haben wir. Es geht vorwärts. So, das zum Aktivieren habe ich gleich eine Idee. Und wir haben es sehr schön. Jetzt werden wir die Range hier ein bisschen vergrößern. So, wollen wir kurz gucken. Nochmal vergrößern. Und eine zweite Spike Factory zum Aktivieren kommt dann. Läuft, 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 Leute. Kein Grund zur Beschwerde hier. Wir kommen voran. Wave 12 haben wir. Bald haben wir es geschafft. So, vielleicht kriegen wir den da hinten nur auf Max, das wäre nice. Wave 13. Ja, das schaffen wir schon, den da hinten noch upgraden auf Max hier. Den da. Das geht sich locker aus. 13 haben wir. Und wir haben es. Sollte nichts mehr passieren da hinten jetzt. Mal den noch auf Max da vielleicht. Die Kohle haben wir ja. Die Kohle muss raus. So, W14 Leute, gleich kommt die 15er. Mach hier auch nochmal dicke Dinger. Wenn sie sich denn ausgeht. Können wir statt denen da machen, die brauchen wir eh nicht mehr. Ja, den brauchen wir auch nicht mehr, dann machen wir das so und fertig. W15. Und win, Leute. So easy peasy geht es hier bei uns. So, wir können gleich den Boss machen, aber zuerst wird gebaut. Hier ist eine Baustelle. Mal kurz gucken. Ja, wir werden da was verschieben. Ein bisschen randalieren. Das werden wir verschieben darunter. Und dann können wir hier einen schönen Flughafen bauen. So, haben wir ein Flugzeug mehr. Läuft. So, den Boss soll man noch treten, habe ich gehört. Können wir gerne machen, Leute. Können wir gerne machen. Diesmal machen wir es mit den Schiffen. Zack, boom, bang, bash. So, ich zeige euch, wie super das funktioniert hier. Los geht die Party.
besser wie das Bike Factory sogar. Ist egal, das ist 12, alle Mal. Zumindest in der großen Stadt. So, das haben wir auch erledigt, Leute. Dann haben wir das mit dem Boss einmal. So, im kleinen Dorf sind wir dann so gut wie fertig. Ich werde da jetzt nur mal kassieren, denn wir kommen jetzt eine Zeit lang nicht her. Unten habe ich noch gar nicht kassiert. So, dann gehen wir in die große Stadt und werden einmal unsere. Ja, unsere Def müssen wir ein bisschen vorbereiten hier. Ne? Wir kriegen da hart auf den Lutzen. Kann man nicht schönreden, ihr seht ja, genug Angriffe da, ne? Also, dann gehen wir's an. Gucken wir uns was Schönes hier. Irgendein Feld, wo wir angegriffen werden, das sieht doch nice aus. Unplatzbar haben wir hier. Nichts ist unplatzbar. Einen gönnen wir uns, eine Kiste, das reicht, mehr braucht man nicht. Einfach nur, damit es ein bisschen lockerer ist, weil ein bisschen Hilfe kann ja nicht schaden, das ist ja legitim, ist kein Cheat, gar nichts. Einfach nur, damit es ein bisschen schneller und einfach geht, weil wir haben sehr viele Angriffe, ne? Dann muss ich nicht so herumstressen, wenn wir es schon irgendwie hinkriegen, so auf die Art, ne? So, Leute, passt auf. So. Und los geht's. Wunderbar. So schnell es geht, die Bike Factory. So, Stahl für uns. Stapel uns die Nachschlöcher. Aber ich mache das hier zuerst fertig, bevor wir hier bei den Tower weitermachen. So. Und jetzt die Schusstor. Jetzt kommt nämlich ein bisschen Asche rein. Und dann läuft es. 30 Waves haben wir. Also da ist ein bisschen was los hier. Kanone haben wir. So, Spike Factory haben wir auch. Und die wieder gleich. Die upgraded natürlich. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist unplatzbar. Da wird noch einiges ankommen. Das heißt, ein zweites Schiff würde mir schon ein bisschen helfen. Das machen wir natürlich auch gleich. Zack, boom, bang, da ist es. Auch auf einen gewissen Level gleich bringen, also upgraden. So, jetzt können wir die Farm vielleicht ein bisschen upgraden hier. Weiß nicht, ob sie das jetzt ausgeht, müssen wir schauen. Sollte klappen. Läuft.
Stöpfchen machen wir auch noch ready. Haufen Keramik. Kann das aufhalten? Das ist okay, ne? Jo, war aber schon sehr knapp, also ein bisschen mein Wumms in der Höhe sollte langsam her. So, Hammer. Als nächstes der Wumms in der Hütte, was ich gesagt habe. Der muss jetzt her. Der Wumms. Nochmal hier so viele Keramik und es geht nicht gut. Alles klar, wir haben die dicken Dinger. Nicht die ganz dicken Dinger, aber so halbwegs dicke Dinger. Dann nehmen wir einen zum Aktivieren. Den schmeißen wir hier vorne hin. Auch als nächstes das zum Aktivieren. Bosse hintereinander. Das ist auch nicht so das Problem. Und wir haben es ready. Aktivieren jetzt ready. Also falls was ist, haben wir ein bisschen Reserve. Machen wir auch gleich, denn sicher ist sicher. So, dann einen zweiten zum Aktivieren. Das wäre. Naja gut, scheiß drauf. Wir machen den hier auf Max. Ich glaube, es ist besser so gesehen. Hin, Leute. So, haben wir's? Yes, Sir. Und den zweiten zum Aktivieren, den haben wir hier rein. Schön in die Mitte. Wave 15 von 30 haben wir. Und wisst ihr was, wir machen hier auch noch dicke Dinger. Einer zum Aktivieren reicht ja vorerst. Oh, das rumpft und bumst hier gewaltig. Und wir haben es, sehr schön. So, jetzt wie gesagt noch einen zweiten zum Aktivieren noch. Das brauchen wir schon. Das läuft.
rumst und bummst hier ordentlich. So, was wir noch machen können ist, den hier upgraden und den hier upgraden. Und die zwei Schiffe. Das wäre ein Welthit. Hammer. So. Was kann man nur machen? Mal überlegen. Ja, machen wir einen Bumerang-Tower hin, dass wir mal ein paar andere Tower auch haben. Mach die linke Seite hier auf Max. Macht hier auch alles platt mit seinen Dingen, die umherkreisen, wenn wir es denn dann haben. So, das brauche ich eh nicht mehr, die können wir verkaufen. Das passt schon. Zack! Und dann können wir uns einen Supermonkey. Einfach wenn wir die Kohle haben. So. Haut einmal frei. Supiduppi. 21. Ja, das rumpst und bumpst hier ordentlich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.